Herzlich willkommen zum Vergleichsvideo, das ich euch letztes Mal angekündigt habe, nämlich für die neuen Modelle der TIE Fighter und des X-Wings, für das Miniaturenbrettspiel X-Wing von Fantasy Flight Games, in Deutschland herausgegeben über den Heidelberger Spieleverlag. Und auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, es gibt doch einige Unterschiede bei sowohl dem TIE Fighter als auch bei dem X-Wing. Bei dem X-Wing ist es offensichtlicher, aber wenn man sich den TIE Fighter genauer anschaut, dann sind dort auch einige Unterschiede zu erkennen. Okay, wir fangen mit dem TIE Fighter einmal an. Ich habe jetzt mal hier nebeneinander dann die beiden TIE Fighter zum Vergleich. Da ist einmal der TIE Fighter hier auf der von euch aus zu sehen linken Seite und der aus der neuen Box von der ersten Ordnung, der mit den dunklen Farben auf der rechten Seite. Ja, was vielleicht gar nicht so im ersten Moment auffällt, aber bei dem alten TIE Fighter sind die Solarpanels, diese Flügel, sind ein ganz, ganz klein bisschen größer. Das ist so ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Dann ist der Rumpf mit den Flügelhalterungen ist ein komplett neues Design, was aber auch bei den Solarpanels geht, fällt mir auch gerade wieder ein. Ich weiß nicht, ob das die Kamera sehen kann, dass die von der Beschaffenheit so ein bisschen anders sind. Hier haben wir so Linien nach oben, nach unten und so quer. Und die haben wir hier drüben auch, aber dazwischen sind noch wie so ein kleines, feines Gitter. Also sieht auch richtig gut aus. Ich weiß nicht, das kann die Kamera wahrscheinlich gar nicht erfassen. Ja. Okay, das aber auch noch. Da kann man es vielleicht ein bisschen aussehen, dass der, na gut, das ist jetzt minimal, was der vielleicht ein bisschen größer ist. Aber von der Höhe, da gibt es wirklich einen kleinen Unterschied bei den beiden Flügeln. Ich habe jetzt auch nicht vielleicht von dem Winkel täuschen lassen, wie ich die beiden Flieger halte, weil dann sieht das alles auch ein bisschen anders aus. Aber die Flügel des neuen TIE Fighters sind ein bisschen kleiner. Gut, dann gucken, was jetzt gerade täuscht. Abstand. Passt auch einigermaßen. Aber kommen wir zum Rumpf der Maschine. Das ist, wie gesagt, ein neues Modell. Hier an diesen Übergängen zu der Flügelhalterung sieht man das, dass beim neuen TIE Fighter das ein bisschen bulliger gestaltet ist. Ist einem vielleicht auch aufgefallen, wenn man sich den Trailer angeguckt hat, wo der TIE Fighter dann den Millennium Falcon verfolgt und die dann in diesen Rest von dem abgestürzten Sternzerstörer reinrasen. Also das ist anders. Von der Draufsicht oben einmal ist auch ein Unterschied, ist auch nur modelliert. Die Kanzel hier bei dem alten TIE Fighter ist ein bisschen kleiner als bei dem neuen TIE Fighter. Und in der Rückansicht sieht man auch, dass dort auch ein bisschen was verändert wurde. Aber dann die Unterschiede eher klein ausfallen. Gut, ja, mir gefällt das Design recht gut. Vor allen Dingen finde ich sehr schön, dass sie sehr, sehr sauber bemalt sind, die neuen TIE Fighter. Also kann ich wirklich überhaupt nicht meckern. Da hat man doch schon mal eher bei den alten Figuren gehabt, dass dort dann irgendwelche, ja, sag ich mal, Farbkleckse da sind, wo man sie nicht haben wollte. Und das habe ich jetzt bei den Modellen eigentlich gar nicht gehabt. Ja. Machen zusammen auch was her, könnte man natürlich auch als besonderen Flieger spielen, wenn man auch die anderen Piloten nimmt, einfach um den ein bisschen herausstechen zu lassen. Obwohl, ne, wenn er besonders aussieht, dann hat der Feind vielleicht auch oder der Gegner ein Interesse daran, den möglichst schnell runterzubekommen, weil er halt ein bisschen anders aussieht. Weil er was Besonderes ist. Ne? Okay, ja. Okay, der gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut, auch von der Bemalung. Ich habe nichts daran auszusetzen gegen dieses neue Farbschema. Sieht eigentlich sehr gut aus. Okay, kommen wir zum zweiten Modell, was enthalten ist in der neuen Box im Vergleich zu dem aus der alten. Da sind die Unterschiede natürlich ein bisschen, ups, so, ein bisschen größer. Zum einen fällt einem auf, dass die Flügel hier wirklich so sind, dass wenn sie zusammenklappen, nur noch eine Flügelfläche ergeben. Sind sowieso ausgeschnitten. Sieht man jetzt, wenn ich so langsam nach oben kippe, dass sie dann irgendwann überlappen müssten eigentlich. Und nicht wie beim X-Wing, wo sich, beim alten meine ich, wo zwei Flügelflächen dann zusammenklappen. Dann auch von vorne einmal die
Turbinen, wobei ich nicht weiß, ob mir das wirklich gefällt. Wenn das wirklich eine Turbine sein soll, dann stelle ich mir vor, dass sich da drin was dreht und das ist ja wieder nur so ein Halbkreis und wie dreht sich ein Halbkreis? Das weiß ich noch nicht, ob mir das Ganze zusagt, obwohl ja, nach logischen Sachen sollte man in solchen Science-Fiction-Filmen ja meistens nicht fragen. Aber ja, es gibt ja solche Sachen wie Technikhandbücher zu den Star Wars-Sachen und bin ja mal gespannt, wie das da drin dazu erklärt wird. Aber egal. Auch hier die Bemalung sehr, sehr gut. Das ist der eine Unterschied. Vorne die Schnauze der Maschine ist ein bisschen anders gestaltet, ist ein bisschen flacher, würde ich mal sagen, von der Seite oder läuft ein bisschen spitzer oder länglicher zu, müsste man sagen. Und sag ich mal, die Waffen sind, ja, das sind glaube ich fast dieselben, wenn man sie mal nebeneinander hält. Könnten die gleichen sein, dieselben können es ja nicht sein. Die Turbinen hinten sehen auch anders aus. Und ich glaube, dann haben wir es damit. Einmal in der Seiteneinsicht die beiden. Zeige ich euch nochmal die Rückansicht. Machen wir es auch nochmal so rum. Ja, eindeutig ein X. Also ich denke auch, dass der Versuch von Fantasy Flight Games den Flieger, der dem Spiel den Namen gegeben hat, den wieder ins Spiel zurückzuholen, weil X-Wings hat man auf Turnieren ja nicht mehr so häufig gesehen. Dort wurde dann ja meistens eher die Variante des Z95 Headhunter genutzt. Den habe ich zufälligerweise auch nochmal daneben stehen. Von der Farbgebung passt der dann ja auch ganz gut dazu. Ja, ich denke, sehen zusammen auf dem Spieltisch ganz gut aus. Das wollte euch einen kleinen Einblick geben, wie die Figuren sich so unterscheiden. Und gerade bei dem TIE Fighter, wo ich bei den Bildern im Internet nicht immer so gut erkennen konnte, dass da Unterschiede vorhanden sind, doch einige Unterschiede wirklich da sind. Und ja, mir gefällt's. Mal gucken, wie sie sich im Spiel machen. Ich, wie gesagt, bin immer begeistert, dass die Dinger so gut bemalt sind, dass man da wirklich keine Hand mehr dran anlegen muss. Gerade wenn man als alter Tabletopper sowieso noch gefühlte 1000 Figuren zu Hause rumstehen hat, die man mal bemalen soll. Wenn es euch ähnlich geht, dann schreibt es ruhig in die Comments. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal wieder rein. Das soll es gewesen sein. Macht's gut. Tschüssi.